herzlich willkommen zum fünften Teil meines Praxis-Tutorials Klavier mit der Musette von Johann Sebastian Bach. Und in der letzten Stunde habt ihr gelernt, das Stück in C-Dur zu spielen mit sogar schon einem Lagenwechsel in der linken Hand und die entsprechende Fingerübung dazu auch. Und jetzt sind wir schon ziemlich weit gekommen. Und wenn ihr das Stück, ich sage jetzt mal, so halb auswendig könnt, dann seid ihr bereit für den heutigen Teil, weil heute möchte ich nochmal etwas, ja, wahrscheinlich für ganz viele von euch was ganz Neues bringen. Ich möchte heute einfach die schwarzen Tasten benutzen. Bisher haben wir das ja alles mit weißen Tasten gespielt und das macht es natürlich am Anfang auch leichter, dass man sich erstmal orientieren kann auf den Tasten. Aber irgendwann braucht man die schwarzen Tasten und wenn man lange Klavier spielt, dann wird man beginnen, die Tasten, die schwarzen Tasten zu lieben. Also die machen es leichter nachher, das Klavierspielen. Nur am Anfang ist es natürlich ein besonderer Schritt. Deswegen ist es gut, wenn ihr das jetzt schon so weit, schon ziemlich sicher in den C-Lagen spielen könnt, das Stück. Und nur mal kurz darauf hingewiesen, dass ich auch diesen Notensatz auf musicalneo.com zum Download, also zur Verfügung stelle und ihr den da erwerben könnt. Und das sind also die Noten zu allen 8 Tutorials zu Musette drauf. Weil je komplexer das Ganze wird, desto mehr freut man sich, wenn man auch Noten vor sich liegen hat. Oder ihr schreibt mich an, dann schicke ich es euch auch gerne zu, könnt ihr auch machen, über die Kommentarleiste auch. Ja. Und ja, nur so viel dazu. Jetzt machen wir einfach mal, fangen wir einfach so an, dass wir nochmal die Fingerübung kurz spielen, wie wir sie letztes Mal gespielt haben. Da war die rechte Hand hier und die linke Hand eine Oktave tiefer. So haben wir das letzte Mal gemacht. Jetzt wechselt die linke Hand, die rechte bleibt. Das war der sogenannte Lagenwechsel. Ja, das ist schon gut, wenn man das schon ziemlich sicher auswendig kann, wenn das so, nur so ein Hingucker ist. Eigentlich muss man so auf die Noten und dann, ah ja, da muss ich hin, zack, ja, dann macht man das. Und wenn ihr da schon ziemlich sicher seid, dann möchte ich nämlich jetzt gerne versuchen, diese Fingerübung mit euch in der D-Lage zu spielen. In der D-Lage ist nämlich nachher auch das Original dem Musette gesetzt. Bach hat es nicht in C-Dur geschrieben, sondern in D-Dur. Dafür braucht man eine schwarze Taste. Es ist das Fis. Wenn ihr meine Basis-Tutorials gesehen habt, dann wisst ihr schon genau, welche Taste das ist. Vielleicht auch da nochmal nachschauen, wer was vergessen hat. Gerne nochmal anklicken. Eigentlich muss man mit der rechten Hand nur, wie ihr es ja auch schon mal gemacht habt, nur eine Taste weiter nach rechts rücken. Das haben wir schon mal gemacht. In den Fingerübungen bislang auch. Das seid ihr also schon gewohnt. Nur jetzt brauchen wir mit dem dritten Finger nicht das F, was hier in der weißen Taste liegt, sondern man nimmt jetzt das Fis. Und das ist diese schwarze Taste. Da kann man sich auch erstmal, bevor man jetzt diese meine Fingerübungen machen, die ich sonst immer hier vorübe, machen wir es nur ganz kurz, macht ihr einfach nur mal so zu Hause. Einfach die 5 Töne hoch und wieder runter. Kommt noch langsamer. Sucht euer Tempo. Damit ihr euch daran gewöhnt, dass der Abstand zwischen dem dritten und dem zweiten Finger jetzt ein bisschen anders ist. Viele greifen nämlich intuitiv daneben, weil sie natürlich die F-Taste spielen wollen. Also ruhig nochmal einfach ein bisschen als Warming-up zum Warming-up. Nochmal vorher die Taste so spielen. Und dasselbe macht ihr auch mal links, vielleicht schon gleich in der Handlage, wie man nachher die Übung macht. Da ist das Fis. Ist ja auch im dritten Finger, das ist ja das Elegante an der Tonart, dass die schwarze Taste in der Mitte von der Hand erscheint. Das kann man schön machen. Oder auch
zusammen ausprobieren. Also spielt mit der Handlage ein bisschen rum. Das ist vielleicht noch zu schwer oder in Gegenbewegung. Ja? Wenn ihr euch da so ein bisschen dran gewöhnt habt, da der dritte Finger des Fis. Macht es jetzt einfach so, jetzt macht ihr quasi diese Bewegung, macht ihr jetzt die Gegenbewegung weiterhin in D-Dur, so heißt das nämlich, mit dem Fis, in der D-Lage, hört sich einfacher an, und jetzt mit dem Lagenwechsel. Ich spiele es einfach mal vor, so wäre jetzt unsere Fingerübung für heute, für dieses Tutorial. Jetzt kommt der Lagenwechsel links, jetzt müsst ihr den Daumen hier aufs A setzen, wer es schon weiß. Jetzt kombiniert ihr also die Gegenbewegung in den Händen, unterschiedliche Gegenbewegungen, vom fünften zum ersten, vom ersten zum fünften, jetzt mit einer neuen Tonart, mit im Spiel auf den schwarzen Tasten oder einer schwarzen Taste. Und einen Lagenwechsel. Es sind also schon drei Sachen, die man jetzt kombinieren muss. Und abgesehen davon, dass man die ganzen Töne spielt. Ich mache es noch einmal langsam vor. Da ist die ganze Note, jetzt kommt der Wechsel. Und auch diese Tonart einfach wieder einprägen, auswendig lernen. Also, dass man das, ich habe es natürlich jetzt schon so viel gemacht, irgendwann hat man es im Kopf, ja, weil man die Bewegung schon so häufig gemacht hat. Ja? Damit spielt euch ein, dass ihr erstmal in diese D-Lage kommt, und beim Stück macht man jetzt genau dasselbe. Ihr habt jetzt in der C-Lage das immer gespielt. Jetzt würde ich erstmal einen ganz kleinen Schritt in gewisser Hinsicht zurückgehen und erst nochmal getrennt üben die Hände, wie in der Fingerübung gerade. Ich zeige euch jetzt die rechte Hand in D-Dur. Das heißt, wie auch in der Übung, jetzt in D, das Stück in D, den Daumen, eine Taste weiter nach rechts schieben aufs D, den dritten Finger aufs Fis, dann ist man in D-Dur. Schneller, damit man die Melodie nochmal so. So hört sich's an. Ja. Das Fis kann auch helfen. Manchmal fällt es einem sogar leichter mit der schwarzen Taste. Also nochmal zum Mitüben. Bleibt alles gleich. Alle Fingersätze genau wie gehabt. Und eigentlich kennen wir ja auch schon die Handlage. Ihr kennt sie nur bislang ohne die schwarze Taste. Jetzt noch einmal die linke Hand, separat üben ist bei jedem neuen Schritt wichtig, das sollte man erstmal machen, damit man sich erst dran gewöhnt. Thank you.
habe das Stück bisher immer in der C-Lage genau mit diesen Fingersätzen gespielt. Es ändert sich nichts, außer die schwarze Taste. Ich würde es jetzt euch doch noch ganz gerne nochmal mit beiden Händen zusammenspielen. Das finde ich wichtig, dass man das auch sieht, visuell auch sieht. Ja? Also erst wieder so hinlegen. Und jetzt spielen wir es nochmal ganz langsam mit beiden Händen in D-Dur. Übrigens, was ihr jetzt eigentlich dann schon gemacht habt, das nennt man Transposition. Ihr habt etwas in einer Tonart einstudiert und transponiert es, genau das exakt dieselbe Bewegung sozusagen, in eine andere Tonart. Habt ihr schon nebenbei eine Transposition gelernt. Also gehen wir nach oben. Tonart, kriegt das Stück natürlich auch einen anderen Klang. Das wird lichter, das wird heller und ein Komponist überlegt sich das natürlich auch, mit welcher Tonart er das macht. Und im nächsten Tutorial geht es dann wieder einen kleinen Schritt weiter und bis dahin könnt ihr das wunderschön euch einprägen und mit der neuen Tonart und der neuen Taste sozusagen beschäftigen. Mit dem Fis im dritten Finger. Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.